Hallo. So. Ich komme gerade frisch von einem Unwetter. Wir hatten eine meditative Wanderung am Untersberg und da hat sich jetzt so ein richtiges Unwetter aufgezogen und ja, es begann dann auch sehr heftig zu regnen, sogar zum Hageln. Und jetzt bin ich gerade gekommen, gerade in diesem Moment. So, deshalb ein wenig diese Verspätung. Hallo, wie folgt? Ja, schön. Ich hoffe, ja, ich muss immer wieder fragen, wie der Ton ankommt und wie das Bild ist. Ah, schön. Gut. So. Ich habe gerade geschaut, ob ich per Mail irgendeine Frage bekommen habe, aber es sieht nicht danach aus. Nein. Sehr schön. Ja, gibt es bei euch eine Frage? Irgendetwas, was dich gerade beschäftigt? Irgendetwas Zähes, was dich nicht loslässt? Gibt es irgendwelche Fragen in der Richtung? Jetzt weiß ich nicht, habe ich auch schon mal diese kleine Geschichte erzählt, wo eine Schnecke bei einem Zen-Meister nach dem Weg fragt zum Fujiyama. Und da sagt der Zen-Meister, ja, hier geradeaus und geh langsam. Sogar eine Schnecke ist einem Zen-Meister, könnte einem Zen-Meister zu schnell werden. Aber das ist doch sehr interessant. Nämlich Schnelligkeit hat nicht immer unbedingt damit zu tun, dass man jetzt mit dem Körper sich schnell fortbewegt, sondern es hat auch etwas zu tun mit den Gedanken, wo man denn mit den Gedanken ist. Und mit den Gedanken kann man sehr schnell an weit entfernten Orten sein. Kann man jetzt gerade machen. Ihr könnt euch gerade vorstellen, dass ihr in New York seid oder in Indien. Und das alles in diesem Augenblick. So mag zwar der Körper ruhen, aber in Gedanken, in uns, in eurem Geist, seid ihr bereits schon weit fort. Also ist auch dort eine scheinbare Bewegung vorhanden. Ist es nicht so? Denn selbst wenn ihr euch jetzt vorstellt, in Indien zu sein, ist es doch so, dass ihr
eigentlich hier seid. Jeder von euch ist hier in diesem Moment. Das ist doch witzig, aber wir haben oft das Gefühl, fort zu sein, irgendwie weit fort zu sein. Man begibt sich in diese Träume und ihr habt das Gefühl, weit fort zu sein. Man stellt sich vor, einen Ort, an dem man auch mal gewesen ist, könnt ihr euch jetzt vorstellen und ihr werdet euch dort befinden, natürlich nur im Mind, im Geist. So findet auch dort scheinbar eine Bewegung statt, eine sehr schnelle. Also so schnell, dass man jetzt eigentlich schon auf dem Fujiyama sein kann, obwohl man es eigentlich noch gar nicht ist. Und so ist es bei der Zen-Tradition etwas sehr Wichtiges, dass neben dem Sasen, neben dem Sitzen, Sasen, das Sitzen, Beobachten, Sein. Sasen ist im Zen eigentlich schon oft gleichbedeutend mit dem Hier und Jetzt. Wenn man einfach sich hier und jetzt fühlt, ist und in diesem Augenblick anwesend ist. So ist man doch im Geiste sehr oft an einem anderen Ort. Also man rennt schnell voraus. Und dies geschieht immer jetzt. Dieses Jetzt ist ein sehr wichtiger Moment, ein sehr wichtiger Punkt. Man kann es gar nicht oft genug sagen, dass alles sich im Hier und Jetzt ereignet. Egal, was auch immer ihr jetzt denkt oder tut, immer hier. Ich meine, ganz klar, zurzeit sind wir jetzt beisammen, jeder sitzt vor seinem Computer und der ist jetzt in seinem Haus, in seiner Wohnung, in seinem Raum und sieht sich eben jetzt TV an. Alles aber, was du jetzt denkst, geschieht jetzt. Und dieses Jetzt ist immer. Selbst wenn ihr deinen Körper fortbewegt, irgendwo anders hingeht, es ist immer jetzt. Sogar der Moment des Bewegens findet im Jetzt statt. Dadurch, dass ihr immer im Gedanken schon mit den Vorstellungen woanders seid, hat sich in euch so diese Gewohnheit gebildet, dass ihr nicht hier seid, sondern dass ihr irgendwo anders seid. Ihr seid es gewohnt, eben die Projektionen für wahrzunehmen. Doch jede Projektion, die stattfindet, findet sehr oft aus einem bereits bekannten Bereich statt, etwas, welches ihr bereits schon kennt. Einen Ort, an dem ihr euch hinbewegen möchtet. Vielleicht, dass ihr den Ort eben schon kennt und deshalb es euch auch möglich ist, euch dorthin zu denken. Oder wenn es nicht so ist, dann kann man sich in der Fantasie dorthin denken. Und dann sind die Fantasieprodukte, wie dieser Ort auszusehen hat, eben auch wieder aus bereits bekanntem Material hervorgeholt und zusammengebastelt worden, also dieser Ort. Und es geschieht jetzt. Du tust es immer jetzt, egal was auch immer, es ist immer
jetzt. Jetzt ist der Moment des Lebens. Jetzt ist der Moment der Schöpfung. Jetzt ist eigentlich ein anderer Name Gottes. Alles andere sind Dinge, die aus diesem Jetzt erschaffen werden und geschehen. Doch dieser Moment ist der Moment. So findet wahres, langsames Gehen oder sogar wirkliches Ruhen erst statt, wenn du einmal völlig ruhig geworden bist. Du dich erkennst als völlige Ruhe, nicht mehr als eine Projektion, nicht mehr als einen Gedanken, eine Vorstellung, sondern als völlige Ruhe. Du dich einfach als völlige Ruhe wahrnimmst. Wenn dies so vollkommen geschieht, dann geschieht eine völlige Verschmelzung. Alles wird eins. Plötzlich ist nicht einmal mehr dieses Gefühl deines Ichs vorhanden. Alles verschmilzt zu diesem einen Moment, gerade jetzt. Das ist alles, was der Mensch tun kann, um wirklich wieder heimzukommen. Er kann wahrnehmen, beobachten, die Dinge sehen, verstehen, bis das Verstehen, das Sehen, das Wahrnehmen, das Beobachten so klar wird, dass auf einmal das Leben selbst kommt, dich übernimmt und du zum Leben selbst wirst. Dass du natürlich jetzt auch schon bist, nur noch ein wenig teilweise identifiziert mit den Erinnerungen, mit dem ganzen Material an Erinnerungen, Eindrücken und Gedanken. Doch du selber bist immer hier, hörst jetzt zu, nimmst wahr, versuchst zu verstehen. Das ist der jetzige Moment. Und dann wird alles sehr langsam. Dann auf einmal lernst du die wahre Kunst des langsamen Gehens. Es wird alles langsam. Denn dann ist immer dieser Moment, immer dieser jetzige Moment, egal was auch immer ist, es ist immer dieser Moment. Es gibt gar keine Störung mehr. Völlige Entspannung in diesem Moment. Jetzt gerade versucht es. Versucht einfach nichts mehr zu versuchen. Tut einfach gar nichts mehr. Es ist schon alles hier, alles bestens. Einfach völlig ausruhen und still sein. Ist ein guter Moment jetzt, dies zu tun, dieses gar nichts zu tun. Jetzt ist es nicht nötig, irgendetwas zu tun, irgendeinen Kugelschreiber in die Hand zu nehmen. Lasst uns diesen Moment nun genießen. Einfach zu sein. Und vergiss nicht, dieses Sein ist ohnehin immer. Es ist immer hier. Es ist nichts Spezielles. Hier funkelt es nirgends, hier kommt nirgends ein gleißendes Licht. Jetzt einfach
Dieser völlig entspannte jetzige Moment. Dieser simple Moment. Dieses schlichte. Dieses sich nicht aufdringende. Gerade jetzt. Völlig entspannt. Kommt ein Gedankengang, wo du das Gefühl hast, da musst du jetzt folgen, musst darüber nachdenken. Du siehst es jetzt und fühle dich selber. Fühle dein Hiersein jetzt, wenn du das tust, und geh in dieses Fühlen über, in dieses Hiersein fühlen über. Und bleibe dort. Bleibe bei diesem Fühlen und lass dich nicht von irgendwelchen Bildern in dir verrückt machen. In der Form, dass wenn du diese Bilder siehst, diese Erinnerungen siehst, meinst, du musst jetzt mit diesen Bildern irgendwie etwas tun. Du musst sie in irgendeinen anderen Raum schaffen oder irgendwie umzustellen. Nein, einfach für diesen Moment lass es sein. Setz dich nieder und tu gar nichts mehr. Und schau, wo du hinkommst. Schau, wo du jetzt bist. Und bleib dort. Es ist dir schon sehr zum Automatismus geworden, dieses andauernde Denken. Jetzt scheint es, du musst ein wenig eine Anstrengung machen, um du selbst zu sein. Okay, jetzt spüre dich, fühle dich und beginne nicht mit dem Denken. Sei diesmal stur und beginne nicht mit dem Denken. Das ist ein Moment der erhöhten Aufmerksamkeit. Denn wenn du den Fokus auf das legst, dass du nicht denken möchtest, wird dir sehr schnell bewusst, wenn denn du mit dem Denken beginnst. Und dann bleib einfach hier. Komm hierher, bleib hier. Bleib bei dir selbst, jetzt in dem Moment, nirgendwo anders, sondern jetzt. Die Quelle, dein Ursprung, gerade jetzt. Okay. Und dann auf einmal wendet sich das Blatt. Auf einmal, du siehst jetzt, dass du bist, auch wenn du nicht denkst. Dass ein Hiersein besteht, auch wenn kein Gedanke ist. Also du musst dich nirgends hindenken. Es ist gar nicht nötig, denn du bist der Ursprung des Denkens. Du bist die Quelle, die das Denken formt, die neue Gedanken erschaffen kann. Das bist du. Großer Unterschied. Bisher, die Menschen waren völlig verwickelt in ihren Gedanken, völlig identifiziert. Was auch ganz normal war, denn das hat auch mit dieser Entwicklung, mit dieser Evolution zu tun. Nicht nur körperlich, auch im Bewusstsein findet eine Evolution statt.
Und diese Evolution findet nun statt und auf sehr massiver Weise. Die Energie auf diesem Planet ist sehr hoch. Und das lässt uns die dunklen Anteile sehr, sehr gut fühlen. Sie machen uns sehr, sehr zu schaffen. Gerade jetzt in dieser Zeit. Es heißt, loslassen. Nicht mehr halten an diesen Anteilen, an diesen alten Energien, die einen runterziehen, loslassen. Dadurch kommt alles ins Fließen. Es beginnt wieder zum Fließen, völlig frisch. Diese Beobachtung, diese Wahrnehmung dieser Zeuge in dir jetzt ist der Schlüssel zu all dem. Einfach Zeuge sein, was geschieht. Und misch dich nicht ein in keinen Gedanken, der erscheint. Einfach Zeuge sein, gerade jetzt. Umso mehr wirst du entdecken, dass du der Meister über das Denken bist, dass es dich benötigt, dass überhaupt das Denken möglich wird. Und dann beginnt das Ganze eine kreative Richtung einzuschlagen. Wo probiert wird, ausprobiert wird. Und du bist nicht mehr identifiziert mit all den Gedankeninhalten, sondern du siehst, dass du mit all diesen arbeitest. Okay. Hallo Latan. Es kommt sehr oft bei meinen Satsangs hier mit euch, dass dieser Punkt also nicht nur eine Art erkämpfte Gedankenstille zu erreichen, sondern sich wahrzunehmen als diese Ruhe, als diese Ruhe von Gedanken, sich völlig mit dieser Ruhe zu identifizieren, so zu identifizieren, dass auf einmal gar niemand mehr übrig bleibt, dass nur noch diese Ruhe hier ist. Einfach diese Ruhe. Und auf einmal wird diese Ruhe mehr und mehr die alte Angewohnheit auslöschen, verwandeln, transformieren. Du wirst dich selber als Ruhe erkennen und auch dich selber als den Schöpfer aller Dinge, dass die Schöpfung durch dich passiert. Es ist nicht so, dass du dann sagen kannst, ich bin Gott. Das wäre dann nur wieder so ein altes Muster, eine alte Identifikation. Nein, dann geschieht es. Du kannst sagen, ich bin Gott, aber das stimmt nicht. Es muss ganz klar sein, dass es einfach nur geschieht und dass alle Gedanken, alle Gefühle wahrnehmbar sind. Und dass es fließt und geschieht. Solange du noch den Gedanken Glauben schenkst, ich bin dies oder ich bin jenes, dann hast du es noch nicht ganz durchschaut. Dann glaubst du immer noch an irgendwelchen Gedankeninhalten und Gedankenbildern. Also du hast es noch nicht richtig durchschaut. Hast du es einmal richtig durchschaut, so
Siehst du jeden Gedanken als das, was er ist, als einen Gedanken? Und es gibt nichts, mit dem du dich identifizieren könntest. Es ist nur noch dieses Hiersein. Du kannst spielen mit dem Gedanken, spielen mit dem Denkvorgang, mit dem Gefühl des Denkvorgangs, doch du bist dir völlig bewusst, dass dies ein Denkvorgang ist, dass dies Gedanken sind, dass dies Erinnerungen sind, die durch diesen Körper geschehen, aus diesem Körper heraus, aber dass all dies nicht du bist. Du bist die reine Wahrnehmung. In der reinen Wahrnehmung gibt es nicht mal mehr die Unterteilung, das bin ich dich, sondern dort ist alles völlig klar rein. Und das Schöne dabei ist, all dies ist jetzt. Diese Wahrnehmung ist jetzt, genau jetzt. Nicht versteckt, nicht im Himmel, nicht tief unter der Erde, sondern jetzt, in diesem Moment. Es ist deine Wahrnehmung gerade jetzt. Aber identifizieren geschieht doch auch. Selbstverständlich. Es sieht so aus, als ob es geschieht. Weil es sehr selten Menschen gegeben hat, die das in Frage gestellt haben. Man hat sich mit allem Möglichen identifiziert und sehr wenige Menschen haben das in Frage gestellt. Bin dann das auch wirklich ich? Bin ich es nicht? Und einfach ganz genau zu erkennen, dass alles Bekannte, das heißt alles dir nun wahrnehmbare, das bedeutet auch dein Erinnerungsvorrat an Eindrücken, an Gedanken, den du angesammelt hast, all dies ist das Bekannte, genau dies Bekannte wahrzunehmen, zu sehen. Bisher hast du mit diesem Sehen, mit diesem reinen Sehen, dich mit all diesen Bekannten identifiziert. Bist in diese Geschichte hineingegangen, hast dich in der Geschichte verloren, hast dich selber zu einer Geschichtsfigur gemacht, hast dich selber mit dieser deiner Geschichtsfigur identifiziert, die du vor dieser reinen Wahrnehmung herschiebst und mit anderen Geschichtsfiguren in Vergleich bringst, in Wettkampf bringst. Doch bei allem dem ist eines immer vorhanden und das ist dieses Sehen. Das bist du. Das ist bei allem dem vorhanden. Es ist dieses klare Sehen gerade jetzt. Wenn dieses Sehen sich mit der Geschichte vermischt, sich mit der Geschichte identifiziert, dann gibt es scheinbar viele Probleme. Doch wenn du dich annimmst in deiner Ursprünglichkeit, in deiner Reinheit, in deiner völligen Klarheit, gerade jetzt, einfach nur dieses Sehen, dieses Sein, Sein, dann löst sich alle Identifikation auf. Jedes Gedankengebilde, jedes Gefühl wird erkannt und es gibt keinen Grund, dort hineinzugehen, wenn es einem nicht gut tut. Natürlich kann man mit diesen Gefühlen und Gedanken spielen,
Aber bei dieser klaren Sicht, bei diesem klaren Sein, gerade jetzt, wenn du jetzt dich selber annimmst, wenn du zu dir selber Ja sagst und mit dir selbst meine ich jetzt nicht deine Geschichte. Ich meine denjenigen in dir, der diese Geschichte wahrnimmt, der jetzt in diesem Moment mir etwas von der Geschichte erzählen könnte, mit der du bisher identifiziert warst, sondern nur dieses Sein. So ist alles völlig klar. Das eigentliche Problem ist nur, dass es immer wieder irgendwie möglich ist, dass man sich wieder identifiziert. Also man ist da draußen, man checkt es, ja, das ist es, aber es kann geschehen im nächsten Moment, dass man schon wieder identifiziert ist. Schon wieder die alte Geschichte wiederholt und darin mitspielt. Also keine Sorge, einfach probieren. Sobald es geschieht, sag dir einfach selbst, du bist hier. Sag einfach, ich bin hier. Ich sehe, was jetzt vor sich geht. Ich sehe meinen Gedankengang, meine Gefühle, die damit verbunden sind. Ich sehe auch das Bild, der diesen Gedankengang ausgelöst hat. Ich bin jetzt hier. Ich bin mir bewusst, dass ich hier bin und all dies jetzt geschieht. Ganz innig, sag es dir selbst und beginn dich dabei zu fühlen. Ich bin jetzt hier. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Fühle dich gerade jetzt. Ich bin ich. Ich. Fühle diesen Moment. Fühle dich diesen Moment. Und verbleib dort. Ein kleiner Moment. Selbstidentität ist auch zulassen. Wie folgt erkläre mir, was du unter Selbstidentität verstehst. Was meinst du damit genau? Ich meine, ich weiß, was du damit meinst, aber nur um ganz sicher zu gehen. Die Selbstidentität. Eben das Gefühl deines Körpers und deine Geschichte, die mit dir mit verbunden ist. Zu sein, was ich bin, unterliegt einem Beobachter. Jetzt müssen wir wieder ganz langsam werden.
Scheinbar haben wir schon an Tempo zugelegt. Gut, das ist gut. Zu sein, was ich bin, unterliegt einem Beobachter. Okay. Dann hol einmal die Dinge hervor, was du meinst, was du bist. All das, was du meinst, was dich ausmacht. Und währenddessen schau einfach. Schau, wie es geschieht, wie du diesen Vorgang wahrnimmst, diesen Vorgang des Denkens, diesen Vorgang des Hervorholens. Okay, sehende Anwesenheit, die wechselnde Inhalte sieht. Ja, eine sehende Anwesenheit, gerade jetzt, die wechselnde Inhalte sieht, die sich natürlich auch im Umfeld mit Freunden einfach eignen, auch gerade jetzt. Ihr seid vor dem Computer, hört diese Stimme zu, seht diesen Menschen am Bildschirm und da kommen neue Eindrücke, neue Wörter, die wiederum neue Gedanken in euch schaffen, wo vorher so noch nicht waren. Aber bei all dem ist doch jetzt diese Wahrnehmung, diese sehende Anwesenheit vorhanden. Nun, wenn du mit dieser sehenden Anwesenheit in ein Gefühl hineingehst und dich völlig mit diesem Gefühl identifizierst, das bedeutet, dass du dich von diesem Gefühl leiten lässt. Du lässt dich von diesem Gefühl leiten, das wiederum bedeutet, genau das, was mit diesem Gefühl zusammenhängt, auch genau solche Gedankengänge sich in dir bilden werden. Damit dieses Gefühl weiter existieren kann. Hast du ein Wutgefühl, werden auch alle möglichen Gedankengänge genau in die Richtung gehen, um dieses Wutgefühl am Leben zu erhalten. Es ging ja auch anders. Es ging ja auch so, dass wenn dieses Wutgefühl auftaucht und du nimmst es wahr mit dieser Anwesenheit, mit dieser sehenden Anwesenheit, vielleicht kurz wirken lassen und dann umwandeln, dich selbst als reine Anwesenheit zu spüren, wahrzunehmen, zu sein und dann umwandeln. Es wäre auch eine Möglichkeit gegeben, diese Wutenergie umzuwandeln in eine Gutfühlenergie oder in eine freudvolle Energie. Auch dies wäre möglich. Und all dies ist nur möglich, weil diese Anwesenheit hier ist, dieser ultimative Beobachter. Aber dieser Beobachter, diese Anwesenheit, ist alles durchdringend. Dieser Beobachter kreiert alles. Also man kann mit einem Wort, das aus dieser Beobachtung kreiert wird, völlig identifiziert werden. Und man geht dann mit diesem Wort und mit diesem Gefühl, das mit diesem Wort verbunden ist, mit und holt sich andere Freunde, die zu diesem Gefühl, zu diesem Wort passen. Das bedeutet,
welche Emotion das auch immer in dir vorherrschend ist, bist du völlig identifiziert mit dieser Emotion, holst du Gedanken, Erinnerungen hervor, die sich mit dieser Emotion decken, die gleich sind. Hingegen, wenn du in dem Moment all dies einfach abbrichst, und das ist eine Möglichkeit, ich meine es wirklich so, abzubrechen, denn du kannst jetzt mit dem Denken starten, so vergiss nicht, dass es auch dir möglich ist, mit dem Denken aufzuhören. Also gerade jetzt. Es ist die völlige Wahlfreiheit. Denken oder nicht denken. Und dann wird wirklich, wie gesagt, alles zum Genuss. Man wird dann denken in eine Richtung, die sehr konstruktiv ist, sehr freudvoll. Natürlich, jetzt in dieser Zeit haben viele Menschen noch mit ihren verschiedenen Qualitäten zu arbeiten, an denen sie noch hängen, die sie nicht loslassen. Und deshalb sind die Dinge sehr intensiv, gerade im Zusammensein mit anderen Menschen, kommen sehr viele verschiedene Energien zum Vorschein. Und dort ist es wiederum auch sehr wichtig, dass man dies als eine Art Training sieht, wie sehr, dass man die Dinge loslassen kann, sich nicht mehr an ihnen hält, sich nicht mehr von irgendwelchen Gefühlen, wenn sie von außen produziert werden, von irgendeinem anderen, nicht mehr mitziehen, mich mitziehen lasse mit diesen Gefühlen. Also kann man auch, wenn dies geschieht in einem Freundeskreis und es kommt wieder einmal diese Art Beleidigungsenergie und dann möchte man dieser Beleidigungsenergie folgen und man gibt dementsprechende Worte zurück und versucht auch vielleicht zu beleidigen, wenn auch nur subtil. Das ist das bisherige altmodische Tun. Doch dann könnt ihr auch daran arbeiten, dass wenn dies geschieht, es wahrzunehmen und es umzuwandeln. Also wirklich umzuwandeln in eine gute, relaxte Energie. Das ist doch super. Es ist jetzt noch ein wenig eine Zeit, wo gewisse Dinge sehr intensiv werden und auch schwierig erscheinen können. Doch Geduld und einfach nur Mut und einfach wissen, dass man selber unverletzbar ist. Nicht möglich. Verletzbar ist nur eine Person. Eine Person heißt eine Maske, das heißt die Geschichte, an die du dich klammerst. Diese Geschichte von dir selber ist verletzbar. Doch du selber, der diese Geschichte wahrnimmt, der Wahrnehmende selber, ist unverletzbar. Denn das ist das Leben. Und das findet gerade jetzt statt. Ja.
Habe ich auch schon die eine Geschichte erzählt. Ich habe immer bestimmte Geschichten, die ich höre und die erzähle ich dann sehr oft. Und zwar, wie ihr wisst auch, ich habe auch manchmal mit Kindern zu tun. Wir machen hier Kinder-Yoga und da kommen junge Kinder und die erzählen sich dann auch Geschichten. Und da hatten wir Kinder-Yoga im Zoo. Und während dieser Gelegenheit hat ein kleiner Junge gefragt, ob ich denn weiß, an was man eine schottische Kuh erkennt. Das habe ich dann verneint. Und er sagt es ganz einfach. Du erkennst eine schottische Kuh an dem Dudelsack, den er unten hängen hat. Da kommen ganz witzige Geschichten hervor. So ist es fast auch in unserem täglichen Umgang mit Menschen. Wie oft stellen wir uns gewisse Dinge vor, was der andere Mensch sich jetzt wohl von dir vorstellen mag, wo dann eigentlich so gar nicht ist, gar nicht wahr ist. Es war nur eine falsche Vorstellung. Es ist so wie dieser eine Mann, der dringend einen Hammer und einen Nagel braucht, aber keinen hat. Und dann versucht er, den Nachbarn zu fragen, ob er ihm denn einen Nagel, einen Hammer ausleihen könnte. Doch wo er seinen Nachbar trifft, vor der Tür, ist ihm irgendwie vorgekommen, als ob er nicht gut drauf ist, der Nachbar, und es kein guter Zeitpunkt ist, jetzt danach zu fragen. Er wird es wohl später versuchen. So versuchte er es später und dann sah er den Nachbarn und das gleiche wieder. Irgendwie schaut er nicht so richtig gut drein, es wäre jetzt kein guter Zeitpunkt. Gut, er lässt es wieder und fragt dann den Nachbarn nicht nach einem Hammer und nicht nach einem Nagel. Und das wiederholt sich einige Male, bis er dann komplett verrückt wird und zum Nachbarn geht. Er schellt, läutet an der Haustüre. Der Nachbar macht auf und er sagt ihm: Weißt du was? Behalte doch deinen blöden Hammer und deinen blöden Nagel. Ja, der Nachbar hatte nicht einmal die Chance, sich überhaupt anzuhören, was er dann gerne möchte. Aber so passiert das gern in unseren Köpfen. Ja. Also, es hat gar keinen Sinn, sich andauernd vorzustellen, was wohl andere Leute über dich denken. Das ist sehr oft nicht richtig und tut dir selber auch nicht gut. Alles, was zu tun ist, bleib du nur du selbst und lass dich nicht verwirren von all deinen Vorstellungen und Gedankengängen. Sei dir selber bewusst, dass du der Denker bist und nicht das Gedachte. Das ist der wichtige Punkt an dem Ganzen. Ja, genau, man denkt und denkt und glaubt das auch noch. Man braucht nicht an das Denken zu glauben. Als erstes jetzt mal wichtig, an sich selber zu glauben. Nicht an das Gedachte, an das Denken, sondern an sich selber zu glauben. Sich selber zu vertrauen. Sein Hiersein zu vertrauen. Deinem Hiersein jetzt zu vertrauen. Dich selber. Noch bevor du mit irgendeinem Gedanken beginnst, noch bevor du einen Gedanken vor dir her projizierst und dem glaubst,
Glaub dir selber. Glaub dir, noch bevor du das Denken hervorholst. Dort findet der wahre Glaube statt. Bist du so vollkommen mit diesem wahren Glauben verbunden, eins geworden, dann erfüllt sich dieser Glaube. Dann erfüllt er sich in dieses Hiersein, in die Wirklichkeit. Und der Glaube ist Wirklichkeit geworden. Dann ist es kein Glaube mehr, dann ist es Wirklichkeit. Und ein wichtiger Schritt dorthin ist, dir selber zu glauben, dir selber zu vertrauen und keinem Gedankengang, keiner Vorstellung, wie auch immer sie aussehen mag, keinem Wort, einfach dir selber in deiner Reinheit jetzt gerade zu vertrauen. Okay. Gut. Ja, gerne. Schön. Gut, eine kleine, kurze Meditation. So schließen wir gemeinsam alle die Augen. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier in diesem Moment, gerade jetzt. Auch wenn ich ein wenig am Denken bin, ich bin doch jetzt hier. Ich vertraue mir selber, ich tauche ein in mich selbst, in mein Hiersein. Für diesen Moment kein Denken mehr. Dieses Hiersein ist mehr als genug. Gerade jetzt, in diesem Moment. Ich fühle mich selbst ohne jegliche Vorstellung, ohne jeglichen Gedanken. Ich fühle. Ich fühle meine Präsenz, mein Hiersein. Ich bin immer hier. Es ist immer genau diese Wahrnehmung in diesem Moment. Einfach hier bleiben. Keinen Gedankengang weiter ausführen, einfach aufhören und wieder hier sein. Sag dir selbst, ich bin hier in diesem Moment und hör auf mit dem Denken. Das ist jetzt gar nicht mehr nötig. Genieße dich selbst gerade jetzt. Lass für diesen Moment alles Denken einfach sein. Einfach ruhen. Spüre, du bist hier.
Spüre dieses Hiersein. Sei es entspanne dich darin. Es gibt keine Antworten mehr, keine Fragen mehr. All diese Denkinhalte sind jetzt nicht mehr wichtig. Nur noch du, gerade jetzt, ist das Wichtigste. Dieses Hiersein in diesem Moment. Und wenn du auch ein wenig mit dem Denken beginnst, kein Problem. Fühle, dass du denkst. Sag dir selber, ich bin mir bewusst, dass ich denke. Ich bin. Ich. Und tauche ein in diese Präsenz. In dich selbst. Auch wenn da nichts mehr ist, an das man sich halten kann, keine Projektion, vertraue, vertraue diesem Moment, vertraue dir gerade jetzt. Einfach diese völlige Klarheit gerade jetzt. Keine Grenzen, keine Trennung. Alles ist, wie es ist. Einfaches Sein. Vergiss dich selbst nicht. Egal was du tust, erinnere dich an dich selbst. Erinnere dich, dass du bist. Du bist nicht die Gedanken, die Geschichte, du bist nicht der Körper. Du bist. Das ist mehr als genug. Du brauchst nichts zu sein in irgendeiner Form. Es ist mehr als genug, einfach nur zu sein. Und dann zu genießen, was auch immer gerade ist. Vertraue dir, glaube dir selbst, entspanne dich. Wann immer es einmal vielleicht ein wenig stürmisch zugeht, gerade dann erinnere dich an dich selbst. Vergiss es nicht. Vergiss dich nicht. Bleibe du selbst. Und ohne dies zu verlieren, dich selbst, öffne nun langsam wieder deine Augen.
Gut. Vielen Dank auch für euch, für hier sein und ja, bis zum nächsten Mal. Gut. Ciao.